So, liebe Leute, wir haben halt 50% der Season 1 durch und damit herzlich willkommen zurück zu Grid. Wir machen heute weiter mit Master of the Streets. Das ist unsere nächste Aufgabe. Wir haben wieder einiges vor. Nächstes Mal drei Rennen. 3, 3, 2. Dann gehen wir hier runter mit 2 mal Paris. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja. Ja, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir es heute komplett in einem Budget bekommen. Vor allem, weil wir hier 4 Rennen haben. Da 4. Also, es ist ja nicht viel zu tun. Na gut, und dann sind wir durch mit der Season 1. Dann geht es hier unten mit dem Ding weiter. Und ja. Und dann sind wir schon bald in der Season 2. So, okay. Gehen wir erstmal rein. Auf jeden Fall mit dem nächsten Teil und Semester of the Streets. Nehmen wir den Audi. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. So, auf geht's, Platz 14 sind wir. Und wir haben einige 80er da rein, wir sind 72 jetzt hinterher. Aber wir sind auf so eine Strecke, die verdammt eng ist. Ein guter Auftakt wäre ganz wichtig. Ich hab gewusst, warum ist denn etwas aus, wenn ich ein schönes, schön getötetes Getümmel hier rein herkomme. Okay, 6er momentan schon. Na gut, das war ein bisschen zu optimistisch gewesen, da reinzugehen. Gerade erledigt. Und der Mini hat sich geklebt, auf jeden Fall. Aber dabei ist es nicht entschuldigt. Ich habe jetzt zwar ein bisschen was rüber gedrückt, aber ich glaube, ich habe gar keine Berührung gesehen. Zweite Runde. Nur noch eine Position bis zur Spitze. Ja, ja, die habe ich schon. Ganz gut. Jetzt war so mal relativ sauber hier durchgekommen. Können wir uns ein bisschen absetzen? Eine Kollegin um 5. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, wir haben ziemlich weit vorne weg. Ich glaube, hier sind 4. Haben wir noch ein Plätzchen? Das wäre super, dann werde ich das nicht direkt ran. Yeah.
5. Okay. Schade. Hätte Platz 4 nach Hause gefahren. Aber ja, das erste Rennen durch. So. Gut, ja, dann haben wir das schon mal durch. Das erste Rennen ist erledigt und das war ja schade. Der hätte den einen Wagen noch mit überholen müssen. Okay, gut, dann machen wir weiter mit Rennen Nummer 2. Ich glaube, wir haben noch ein Rennen vor, zwei Rennen vor uns. Gut, drei sind es insgesamt, wenn ich es richtig sehe. So, wir haben mittlerweile Level 73, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir als nächstes ein Sprintrennen. Okay. Okutama Sprint Sakura Pass, der uns jetzt ansteht. Das ist übrigens nur eine Runde, also ein Rennen insgesamt. Und bei 3,8 Kilometer pro Streckenlänge haben wir nicht viel Zeit, uns da vorne zu kämpfen. Also dann, Kristen, was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft? Womit sollten wir hier rechnen? Bei Punkt-zu-Punkt-Rennen musst du mit allem fertig werden, was sich dir in den Weg stellt. Okay, darauf kommen wir gleich zurück. So, Platz 8, ja, gut, das ist mal besser als dieser 16. Platz, den wir da schon mal hatten. Ja, weil wir schon reinbringen, das haben wir so Zeit, wir haben nicht so viel. So, die kommen sich alle gerade mit meinem Teamkollegen, ich schiff da mal gerade kurz durch. Ja, ich lass mal ziehen, bevor das hier uns eng wird. Boah, geh! Ja, war mir klar. Danke für das Wegschießen. Wo haben wir Platz 16? Das ist schön gemacht. Das war die größte Komplett aus dem Weg geräumt. Ich hätte da schön vorbeikommen, hätte ich hier durchziehen müssen. Voll Spaten, nee. Ich wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Da vorne ist dieser blaue Mini, der war das. Dann wird jetzt wieder zumindest nach guter Hälfte des Rennens dran. Weg da. Dann muss ich ja das Feld schon durch. Jetzt bin ich wieder vorne, Gott sei Dank. Trotzdem ist Dreher, jetzt gewinnen wir das Ding hoffentlich. Ja, das war pure Absicht, leider schön und zerdreht. Aber es hindert uns nicht daran, dieses zweite Rennen auch zu gewinnen. Yes! So, gut, dann haben wir das letzte vorletzte Rennen. Die gute auf 6, ja. Sorry, dass ich dich da ein bisschen gehauen habe, aber das ist der komische Mini, der Vierplatzierte, der uns da so böse weggehauen hat. Zum Kotzen ist das, ey. Ja, das war schön nach dem Motto, ich knall dich mal weg. Und dann haben wir das letzte Rennen. Wir sind in San Francisco und haben uns nochmal ein 3-Runden-Rennen reingedrückt. Okay. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade?
So, vom PC gehen wir am Rennen. Gehen wir am Rennen. Boah, Alter. Warum haut da eigentlich die Leute einen immer so gnadenlos in die Wand? Mach mal die Tür nicht so zu, Penner. Geht auf die Rede, weil er auf den Sack, dass die einen Absicht meinen. Ja, die hauen sich einfach in die Wand, das ist egal. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit ja, sich die Lage egal. Wieder beruhigt. Wir hängen mit Tango P11, also noch nicht wirklich weiter. Da wollte ich zumachen. Hier habe ich das aber ein bisschen auf der Außenbahn erwischt. Hier kann man ab. Eigentlich habe ich mit dir hin und drin. Mit dem noch ein Hähnchen zu rufen und von. Ich wollte diesmal wirklich ein bisschen in die Wand hauen. Aber ich finde, mein Rennen gerade ein bisschen wichtiger. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ich habe dieses Auto das erste Mal ein bisschen berührt. Ja, leider auch nicht. Herzlich egal, ich will dieses Rennen. Okay, das war ein bisschen zu optimistisch, das war jetzt meine eigene Dummheit. Die vier da vorne, die versuche ich mal zu kassieren, ne? Schön den Zug den außen fand. Zweite Runde. Du hältst gut mit. So, wir sind Vierter. Könnten jetzt ein bisschen. Ah, schade, den hat er da ein bisschen ausgeschlüpft. Aber ich krieg ihn noch. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Tja, das war's mit deiner Führung. Du hast nämlich immer schon so Dinge erlaubt. Ja, da kann man das aggressiv, aber die fahren mich anders wie die. Selber in die Mauer. So. Weil ich glaube, die Schuhstange ist, glaube ich, das war meine. Verteidige deine Führung. Die Kollegen sind noch mit auf 4. Ah, ich hoffe, die ersten drei Positionen wird sich reichen. Weiß nicht, wie die anderen abgeschnitten haben vorne. Gott sei Dank kommen wir jetzt hier ein bisschen. Bisschen beruhigt fahren, bisschen absetzen. Mm-hmm.
So, das müsste jetzt eigentlich das Finale gleich sein. Jetzt bist du eigentlich hier. Ja. Das haben wir. So, okay, dann haben wir das auch durch. Drei durchaus klare Siege, auch wenn es im letzten Rennen sehr knapp war. Also, das ist knapp. Es hätte auch anders ausgehen können, nachdem wir uns da weggeknallt haben. Na gut. So, die Frage ist, ob der... Ah, wieder nicht. Doch, auf zwei, wie auch immer. Cool. Sah nämlich gerade für die Fahrzeuge ein bisschen anders aus. Dachte mir, ja, das reicht nicht ganz. Aber dann am Ende ein guter Doppelsieg mit das Team, für das Team. So, okay, dann sind wir durch. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht's weiter mit den Super Hedges Championship. Auch jedenfalls wieder drei Rennen. Haben wir nach Paris, Shanghai. Naja, das sehen wir uns dann morgen an. Bis dahin.